Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sind wir hier in Bad Dietzenbach und wir haben an unserem Mappy eine kleine Schönheitsveränderung vornehmen lassen. Ein bisschen gepimpt. Was Neues und was das ist, erfährst du nach dem Jingle. So, wir sind hier bei ORC live on stage, neben mir der liebe Björn. Hallo Björn. Hi, grüß dich. Wir sind mal wieder im Lande, bringen die Sonne mit. Ja, schön, schön, dass ihr da seid. Ihr habt ja einen wichtigen Auftritt bald, habe ich gehört, auf dem Weg zu einem großen Kastenwagentreffen. Auch, ja. Und da muss man ja nur die A8 lang fahren. Wir stehen ja hier 200 Meter von der Leitplanke entfernt und ihr habt netterweise einen kurzen Zwischenstopp gemacht. Stimmt. Und ja. Haben also eine starke Stunde in euer Auto investiert. Ja, Detailaufnahmen folgen. Wir haben einen richtig massiven Bügel an den Crafter, den wir natürlich auch anbieten. Wir haben tatsächlich zwei verschiedene Bügelvarianten für das Fahrzeug. Ich denke, da ist für jeden Geschmack was dabei. Hier ist der große, massive, ich sage jetzt mal kein Geschlecht, darf man ja nicht mehr, Bügel dran. Bei uns darf man alles sagen. Bügelin, oder wie sagt man dann? Bügelin, Bügeländchen. Ja, der soll euch von nun an begleiten und auch ein bisschen beschützen. Ja, so, wir haben ihn ohne Lampen gemacht, aber warum? Es gibt natürlich viel Zubehör bei ORC. Wir haben es für uns entschieden, weil wir nicht so oft, noch nicht, muss man ja sagen, den Einsatz haben. Aber da gibt es ja viel drumherum. Und wenn ihr da Fragen zu habt, dann wendet euch gerne hier an ORC, an den Björn Mail schreiben. Wir verlinken ja wieder alles. Ja, das war das eine, wo wir so ein bisschen Facelifting gemacht haben. Und von ORC gibt es aber noch einige neue Sachen, die du vielleicht mal noch kurz in die Runde schmeißen darfst. Ja, wenn wir ein paar Schritte laufen, gehen wir einfach mal hier rüber. Da zeigen wir tatsächlich unser neuestes Produkt. Das kommt erst so langsam auf den Markt. So, und damit die ganze Sache jetzt rund wird, kommen wir zum Thema Felgen. Ja, das hast du schön gesagt. Das ist natürlich unser Spezialgebiet. Wir produzieren ja unsere eigenen Felgen und haben ein ganz neues Design, einen neuen Felgentyp. Die Felge nennt sich Typ 44, auch in Anlehnung an 4x4. Okay. Ist also ein Rad, das wirklich in die Offroad-Richtung geht. Sehr massives Rad, auch vom Design natürlich in den Geländebereich angelegt, aber trotzdem natürlich mit sehr hohen Lasten zu belegen. Wir haben bis zu 1350 Kilo in jedem Radumfang. Können natürlich hier auch aufgelastete Fahrzeuge abdecken. Das Rad wird es geben vom VW-Bus über V-Klasse bis Crafter natürlich, Ducato, Sprinter.
Ford Transit. Also wir haben hier das komplette Transporter-Segment abgedeckt. Ist schon verfügbar und kommt jetzt dann natürlich zum Früh- oder zum Sommer dann in großen Stückzahlen auch für jedes Fahrzeug. Die Kombination ist hier natürlich auch mit verschiedenen Radgrößen zu sehen. Wir fangen beim VW-Bus zum Beispiel auch mit einer Offroad-Reifengröße an, die wir auch drauf machen können ohne Höherlegung. Also ist für die Bulli-Fahrer vielleicht interessant, wenn man ein bisschen einen speziellen Offroad-AT-Reifen möchte. Und bei den Transportern natürlich auch teilweise Reifengrößen mit höherem Querschnitt, um hier auch ein bisschen mehr Bodenfreiheit zu bekommen. Den Anfahrschutzring, wie man ihn bezeichnen kann, der besteht aus einzelnen Teilen. Das ist außenrum diese... Der Zierring, Zierring, genau. Der wird fest verschraubt, jedes Element mit drei Imbusschrauben. Und ich kann das aber auch weglassen. Ich kann auch sagen, ich lasse die Felge nur in Benutzung mit den Schrauben, ohne den Ring. Kann das auch nach Stimmung machen oder nach Jahreszeit. Und was wir natürlich auch anbieten, dass wir vom klassischen Schwarz-Matt weggehen und bieten das Ganze dann auch mit verschiedenen Farben an, von Rot über Blau, ein schönes Anthrazitgrau, um einfach sich so auch ein bisschen an die Fahrzeuglackierung anzupassen, genau, oder das Ganze ein bisschen bunter werden zu lassen und mal weg vom Schwarz-Matt zu kommen. Ja, so kann man schöne Akzente setzen, ja, im Inneren als auch Äußeren. Ja? Genau. Sehr schön. So, und hier haben wir ja natürlich noch mal ein anderes Modell, den klassischen Ducato-Bügel, so nenne ich ihn immer. Genau, also auch hier, wir reden ja dann von Rohrstärken, wir haben das Übliche sind die 60 mm oder eben dann die 76 gibt es auch für den Ducato, das ist dann noch massiver. Mhm. Tatsächlich kommt der Bügel, so wie wir ihn hier sehen, bei den Kunden etwas besser an als die 76 mm Rohre, weil der dann schon sehr massiv ist. Der Ducato ja eher vorne schmal geschnitten ist, da passt es wahrscheinlich etwas harmonischer mit dem kleinen 60 mm Rohr, wenn man hier von klein sprechen kann. Wenn man von klein sprechen kann, obwohl ich ihn auch schon auf dem Crafter gesehen habe, als sehr kleinen Bügel, aber für mich war es ein bisschen zu klein, weil er anders von der Optik vom, ist, der vom Schnitt her, vom Schnitt her anders ist. Und hier beim Ducato, weil der spitzer zuläuft, passt, finde ich, sehr schön dieser kleine Bügel dazu. Kleine Bügel. Ja. Klein ist der auch nicht. Nee. Aber ihr kriegt ja alles, könnt ihr ja aussuchen. Aber wir haben hier natürlich auch den Vorteil im Vergleich jetzt zum Crafter. Wir haben jetzt erstmal einen ganz neuen Ducato, die LED-Scheinwerfer ab Werk. Und da kann ich natürlich mit den Zusatzlampen schon mal richtig aufrüsten und die Fernlichtreichweite mehr als verdoppeln. Absolut. Hast du noch irgendwas, wo du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst? Was bei euch so in der Entwicklung ist, was noch kommt? Ich muss ja hier ein bisschen, die wollen ja wissen, also, was kommt. Unser Lieblingsthema sind ja die Felgen. Ja. Das heißt, wir wollen da natürlich auch ein bisschen am Ball bleiben. Wir haben jetzt unsere Offroad-Felge mal gezeigt, auch danke für die Nahaufnahmen ausführlich. Ja. Was wir natürlich in die Gegenrichtung setzen wollen, ist ein sehr sportives Rad. Das wird aber erst im Sommer verfügbar sein. Also ein Rad, was wirklich dann auch für die Transporter in den sportlichen Bereich wieder reingeht. Ja, vielleicht auch noch eine Lösung. Es gibt von einem australischen Hersteller eine Dachträgerlösung für die Kastenwagen. Da sind die Grand California-Fahrer ein bisschen raus, weil da kann man es nicht adaptieren. Machen wir einen Schnitt an dieser Stelle. Ja. Aber die VW-Bus-Fahrer sind natürlich willkommen. Beim Ford Transit kann man es verbauen, Sprinter, okay, und auch beim Ducato sehr interessant. Was hier wirklich sehr cool ist, vielleicht kann ich dich auch nachher mal ganz kurz die Leiter hochschicken, dass du es von oben mal sehen kannst. Wir können hier komplett modular arbeiten, das heißt Dachfenster, Satzschüsseln aussparen und haben trotzdem aber ein komplettes Dachträgersystem, einen ganzen Dachgarten, wo ich Surfbretter drauf machen kann oder mich einfach auch zum Sonnen hochlegen kann. Und das Ganze ist sehr stabil, also jeder Querträger trägt 360 Kilo. Das ist so momentan das Stabilste, was man im Transporterbereich bekommen kann an Dachträgerlösungen.
Also ihr seht, es gibt unwahrscheinlich viel drumherum um diese Fahrzeuge, von der Gestaltung, von der Ausarbeitung. Deswegen wendet euch am besten direkt an den lieben Björn an ORC, alles wieder verlinkt. Allerdings haben wir noch einen kleinen Nachtrag und deswegen gebe ich nochmal zurück an den Björn. Ja, live und in Farbe könnt ihr uns natürlich auch erleben und ich würde mich auch freuen, wenn ihr da Zeit habt. Das ist eine Veranstaltung, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, weil sie hier gleich um die Ecke natürlich ist und entsprechendes gutes Klientel auch anzieht, weil wir so eine Kombination aus Festival und Messe haben, das Busfestival in Göppingen. Das findet ab dem 21. Juli statt, auch mit Stellplatz, Übernachtungsmöglichkeiten. Fing an natürlich aus dem VW-Bus, aus der VW-Bus-Szene, aber mittlerweile auch Reisemobilhersteller da, bis zu den großen Transportern, Individualausbauer, Zubehör. Und ich meine, gehört zu haben, es sind schon über 120 Fahrzeuge, die dort auch über Nacht bleiben, jetzt von Interessenten oder einfach die feiern wollen. Tolles Abendprogramm mit Live-Konzerten. Wie gesagt, hier in Göppingen einfach mal unter busfestival.de schauen. Da sind die Veranstaltungshinweise. Alles unten drinne und dann die Jungs und Mädels werdet ihr dann live vor Ort antreffen. Da könnt ihr dann auch bei einem lockeren, antialkoholischen Getränk mal schnacken. So, und ich würde sagen, das war's von hier. Wenn euch das gefallen hat, ihr wisst ja immer, liken, abonnieren, Klingel betätigen, Bestellkupon ausfüllen für ORC, die liefern auch nach Hause. Just in Sequence, alles ist hier möglich. In dem Sinne, macht's gut, bis bald. Danke. Alles Gute, ciao. Ciao. Danke euch. Bye. Tschüss.